Heute will ich euch mal die selbst gebastelte Taschenlampe vorstellen. Das sind alles alte Handy-Akkus, die ich einfach so in Reihe zusammengeschalten habe. Hier eine Sicherung mit reingemacht, ne, dass falls mal was zusammenkommt, dass es nicht explodiert. Ja, das ist nur ein Gimmick hier, das hat nichts zu sagen, hier vorne das Teil. Und ja, momentan sind die Batterien ziemlich leer. Ne? Ja, da geht gar nicht viel. Ihr seht, hier oben sind zwei LEDs überhaupt nicht angeschaltet. Die sind aber am Joule-Tief dran. Ne? Also, wenn unsere Batterie nicht mehr ganz so viel Saft hat, um die ganzen anderen LEDs zu betreiben, kann man dann immer noch den Knopf hier drücken. Und dann hat man es richtig hell. Ja, und schalten wir sie wieder aus. So hell ist es jetzt. Ne? Dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir solche normalen Lithium-Akkus, ne, auch mit Bedini laden können. Ja, na klar kann man die mit Bedini laden, aber ihr wollt es ja auch mal sehen. Ne? Ja, lassen wir es mal eine halbe Stunde dran, ne? Schön. Funktioniert einwandfrei. Tja, jetzt könnt ihr euch aus Schrott eure Ladegeräte basteln. Aus diesen zurückgegebenen Handy-Akkus eure große Akkubatterie basteln. Ja, und gegebenenfalls, wenn ihr richtig viel Licht haben wollt, noch ein Joule-Tief dran basteln. Tja, also, Licht ist abgehakt.